Hallo, liebe Waage, ich grüße dich ganz herzlich hier bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist und schön, dass du dich hier für meine Orakel, meine Legung interessierst. Dies ist deine Legung, liebe Waage, für die kommenden 2 Monate, September und Oktober. Befindet sich deine Sonne im Tierkreiszeichen Waage oder einen Aszendent Waage hast oder dein Mond sich im Zeichen Waage befindet, dann bist du hier genau goldrichtig. Ja, dennoch spür gut in dich hinein, weil nicht jede Waage kann hier mit dieser Legung in Resonanz gehen. Aber falls doch, ja, dann schau immer wieder mal auch hier hinein und hör dir deine Botschaften über diese Legung an. Ja, falls du nicht in Resonanz gehst, sei nicht traurig, liebe Waage. Vielleicht bist du dann das nächste Mal dabei, ne? Das kann gut sein. Es ist ja mal so, je nach Gruppe zeigen sich halt hier die Legungen, ne? Ich habe also auch hier verschiedene Decks mitgebracht. Die stelle ich dir gerade mal vor, liebe Waage. Und zwar werde ich hier mit den Nenomor-Karten der Sonderedition Blaue Eule im Königsfurt Orania Verlag erschienen eine kleine Legung gleich machen. Als Überschrift lasse ich dir eine Karte aus The Map, Weisheitskarten der Seele springen, im Knauer Verlag erschienen. Ich werde dir da auch aus dem Booklet vorlesen. Und dann habe ich noch das Deck von dem Kurt Tepperwein mitgebracht. Das ist dieses hier, Lebensfreude für jeden Tag, im MVG Verlag erschienen. Da sind bis jetzt bei den Tierkreiszeichen Readings, das war ja jetzt ein schwieriges Wort, wirklich super hilfreiche Botschaften gekommen und ganz, ganz sicher auch für dich, liebe Waage. Und zu guter Schluss haben wir noch die Eulen der Glückseligkeiten im Schirner Verlag erschienen und auch da sind ganz, ganz hilfreiche Impulse bis jetzt gekommen und auch hier ganz sicher für dich. So, ich mache das mal hier weg. Ich denke mal, ich habe soweit alles gesagt. Ich starte dann mal durch mit The Map. Ich hoffe, es geht dir gut, liebe Waage, und du bist bester Gesundheit. Schauen wir mal, September, Oktober für die lieben Waagegeborenen. Da ist sie. Dankeschön. So, da haben wir die Nummer 2, die sanfte Gärtnerin. Diese Karten werden aufrecht, so wie sie jetzt für dich gefallen ist, gelesen oder umgekehrt, ne? Aber wie gesagt, für dich ist die sanfte Gärtnerin die Nummer 2. Finde ich irgendwie sehr schön, ja? Wie sie hier schaut, die sanfte Gärtnerin, ja. Finde ich irgendwie ein süßer Ausdruck. So, schaue ich mal, die sanfte Gärtnerin, was sie dir mit auf den Weg geben möchte. Da war sie schon. Die Nummer 2. Sei du selbst, sei ein bewusster Mitschöpfer deiner Welt. Aufrecht. Die sanfte Gärtnerin besucht dich an diesem Punkt deines Lebens, um dich daran zu erinnern, dass deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen das erschaffen, was du als Realität erfährst. Sie ist die Verkörperung deiner inneren Kraft, die sich in das Energiefeld des Mitschöpfertums hinein erstreckt und damit gewährleistet, dass alles, was dich ausmacht, einen Widerschein in der Welt der Form hat. Bist du dir deiner Gedanken bewusst? Welcher Art sind sie? Wenn du an unbegrenzte Möglichkeiten glaubst, wirst du sehen, dass Wunder geschehen. Die sanfte Gärtnerin steht ein für die Unversehrtheit all dessen, was du in die Welt aussendest. Sei positiv und erwarte ein wunderbares Echo auf deine Positivität. Dein Garten erstrahlt in überreicher Schönheit. Oh, schön. Ja, du erntest jetzt das, was du gesät hast. Und da kannst du dich eben halt fragen, was hast du gesät? Und das wirst du eben halt dann ernten. Dann, danach fällt deine Ernte aus.
ob die eher gut ist oder weniger gut, ne? Genau, das ist ja schon mal wirklich eine sehr schöne Botschaft hier. Spul nochmal zurück, wenn du dir das nochmal anhören möchtest. Das ist ja immer halt das Wunderbare an dem Video oder an einem Video, ne? Okay, ich starte mal durch, liebe Waage. Sanfte Gärtnerin. Oh, die Karte wollte schon mal gesehen werden. Der Schlüssel. Ich nehme die aber nochmal mit hinein. Das ist immer ein Erfolg, der Schlüssel. Und man hat es eben halt auch selber in der Hand. Ne? Man erschließt etwas zu und man schließt etwas auf oder man kann etwas zu und aufschließen. Und der Schlüssel ist immer so ein, ja, eine Erfolgskarte. Ne? Also es kommt halt auch etwas mit Sicherheit auf dich zu. Aber mal sehen, ob die sich in dieser Legung überhaupt zeigen möchte. Zumindest ist sie ja schon mal hier so rausgesprungen. Also für September und Oktober. Das sind ja auch deine Monate, ne, liebe Waage. Da in diesen Monaten habt ihr Geburtstag, ne? Ende, Mitte September bis in den Oktober rein. So, dann schauen wir mal. Da haben wir die Veränderung. Du selber, die Wolken, die Mäuse, die Ruten, der Schlüssel, der Berg, das Schiff und das Herz, ja. Unter dem Deck haben wir den Bär. Der Bär zeigt auf, steh du zu dir selber, habe Selbstvertrauen, sei stark und mutig und zeige dich, sagt der Bär eben halt auch. Komm aus deiner Höhle raus, ja. Vielleicht hast du dich da eine Weile jetzt verkrochen, in Anführungsstrichen, und jetzt ist es an der Zeit, dass du dich zeigst und wieder aus der Höhle herauskommst, ja. Und hier geht es eben halt auch um das Durchsetzen und ich nehme hier auch wahr, möglicherweise kommt da auch nochmal in irgendeiner Situation Wut hoch. Also irgendetwas könnte dich wütend machen, ja. Möglicherweise, der Bär symbolisiert halt auch eine Person. Bei mir in der privaten Legung ist der Bär eine männliche Person, kann ja jetzt auch eine weibliche sein bei dir, aber ich bleibe bei männlichen Personen, ja, dass hier auch jemand dir zur Seite steht, ne? Genau. Ich habe es schon erwähnt, du liegst hier selber im Kartenblatt, du bist die Dame, egal ob Mann oder Frau. Und ganz, ganz herzlichen Dank an die Männer, die da auch immer umswitchen. Und ja, du bist hier die Dame und hast dich hier präsent in deine Legung gelegt, ja. So, die Zeichen stehen auf Veränderung, auf Wandel, ja, vielleicht halt auch auf das Thema, man muss sich irgendetwas anpassen einer Situation, eventuell ist etwas noch nicht so ganz an der Zeit, ja. Die Störche wollen auch etwas bringen und mal sehen, was sie halt bringen wollen. Ne? Da steige ich ja jetzt hier halt hier ein. Ne? Du hast dich hier hingelegt mit der die helle Seite zu dir und die dunkle Seite zu den die dunkle Seite zu den Mäusen. Das Gute ist letztendlich, hier haben wir Verwirrung, hier haben wir Sorgen, Unsicherheiten, wo die Mäuse dran knabbern, ja. Ich habe generell hier halt auch viel Angst liegen, aber hier die Position der Mäuse, die liegen sehr gut. Das heißt, diese Verwirrung, Unklarheit, Unsicherheit, etwas, was total für dich nebulös ist und verwirrend ist, ja, geht jetzt Schritt für Schritt raus in September und Oktober. Ja, die Mäuse, die knabbern daran, das ist ja, da sage ich auch immer ganz gerne, das ist jetzt kein Löwe, der so einen Haps macht und alles ist weg, aber die Mäuse knabbern sich da stetig eben halt durch und knabbern hier diese dunkle Seite der Wolken weg. Das ist ja schon mal sehr, sehr positiv und dann ist klar, sage ich jetzt mal, wenn man klare Sicht hat, ja, dass da eben halt auch Veränderungen kommen. Ja, mit den Routen habe ich hier Gespräche liegen, die eben halt dann auch die Veränderung bringen werden und das hier sogar mit Sicherheit. Hier haben wir eben halt einige Hürden liegen, ja, die da jetzt noch deinen
Weg begleiten. Du setzt dich aber ganz intensiv eben halt damit auseinander. Ich sehe auch hier, dass es an der unteren Reihe, dass es besser wird. Das Schiff fährt eben halt auch vom Berg weg, also von diesen ganzen Verzögerungen, Hindernissen, frustigen Stimmungen. Halt, vielleicht geht es halt auch hier für dich um etwas Berufliches, dann fährt das Schiff halt auch von Konkurrenz weg und von auf jeden Fall von, auch von irgendwelchen Widerständen, die da eben halt auch sind. Ja, und das kann eben halt geschehen durch die Kommunikation, die du jetzt anders führen wirst. Ja, und natürlich halt auch durch die Klarheit, die du da bekommen wirst, ja. Schön ist ja halt auch, dass das Schiff auf das Herz zufährt, je nach Situation. Also wenn es eben halt hier auch um ein Liebesthema bei dir geht, sehe ich eben halt hier wirklich sehr, sehr positive Veränderungen in der Liebe. Vielleicht ist es erstmal was Kleines, aber das ist eben halt auch der erste Schritt für das, was eben halt auch noch kommen möchte. Und das Schiff ist ja auch nicht das schnellste einer. Aber es bewegt sich eben halt ja, mit den Wellen, mit dem Wind eben halt nach vorne. Und man könnte hier glatt sagen, das Schiff hat eben halt das Ziel und das Ziel ist das Herz, ja? Die Liebe, die Selbstliebe, die Wärme und das eben halt etwas sich in deiner Situation eben halt verändert, ja, und das eben halt, wie gesagt, mit Sicherheit. Letztlich ist es schon so, dass du es in der Hand hast. Ich denke mal, was du in der Hand hast, ist eben halt diese Ängste hier gehen zu lassen. Ängste und Befürchtungen, ja, die Wolken sprechen halt auch von Befürchtungen, die du hast, ja, dass sich da eventuell etwas nicht zum Guten für dich wenden kann. Und ich kann dir laut deiner Legung sagen, doch, es will sich hier zum Guten wenden. Wie gesagt, und das sogar mit Sicherheit. Ne? Es wird Veränderung und Wandel eben halt auch kommen. Und ich sag mal so, mit dem Schiff darfst du eben halt auch zuversichtlich und auch die Hoffnung eben halt haben. Die Sehnsucht ist eh schon da. So, ne? Wann wird es denn besser? Und aber hier sehe ich ja eben halt, dass du gut gesät hast, ja, und eben halt auch jetzt gute Ernte einfahren wirst, ne? Sonst wird das hier, wie gesagt, nicht so liegen. Vielleicht kommt hier, ist das alles noch so ein bisschen harzig, ja, also dass sich das alles noch so ein bisschen zäh anfühlt. Aber ich sage jetzt mal so, je nach Wind, ja, fährt das Schiff natürlich dann halt auch so einen Tacken schneller, ne? So, ich spüre mal noch eben weiter hinein, was ich hier noch empfange. Es kann sein, dass es hier halt auch um das Thema Freundschaften bei dir geht, wo du etwas befürchtest und wo auch, du dir aber auch sagst, dass da eine Veränderung kommen darf. Es ist auf jeden Fall, wenn es nicht um Freundschaft geht, kann es eben halt auch bei dir darum gehen, um eine Situation, um einen Gedanken, um ein Verhalten, welches du hast, ja, oder was dir entgegenkommt, ja, was dich eben halt schon eine ganze Weile begleitet. Du bist im September und Oktober auf jeden Fall irgendwie bereit. Du hast jetzt die Energie, deine Batterien sind quasi voll, so könnte man sagen, sodass du diese Situation angehen kannst und eben halt Veränderung reinbringen kannst und auch die Kraft und den Mut dazu hast, ja, diese Befürchtung eben halt gehen zu lassen und dann auch wirklich abzuschließen, kommt mir eben halt rüber, ja. Also das Schiff spricht ja eben halt auch von einem Abschied und Wiederkehr. Also irgendwas kommt eben halt auch wieder. Und das, was eben halt wiederkommt, das, was dich eben halt schon eine ganze Weile begleitet, ist jetzt eben halt die gute Möglichkeit da im September und Oktober, das wirklich abzuschließen. Und dann braucht es auch nicht mehr kommen. Dann heißt es eben halt tatsächlich Abschied nehmen davon. Abschied nehmen halt auch so von einem Gefühl. Es wird sich wahrscheinlich immer wieder mal zeigen, aber dann kannst du sagen, ach hallo, da seid ihr ja meine lieben Befürchtungen, aber ich habe euch ja schon mal gehen lassen, also zieht eurer Wege, ne? So.
Hier kommt Heilung und Verbesserung im Thema der Ängste, der Befürchtung, der Besorgnis. Vielleicht ist es dir in der Vergangenheit nicht gelungen, so in die Tiefe zu gehen. Warum auch immer, wertfrei gesagt, ja? Es ging nicht, du wolltest nicht, es war für dich nicht an der Zeit, es kamen andere Dinge dazwischen, ja? Aber jetzt scheint eine gute Gelegenheit zu sein, in die Tiefe zu gehen. Eben halt dich zu fragen, ja, wieso begegnet mir das immer wieder? Oder wieso ernte ich das? Und dann darfst du ihm halt auch mal hinschauen, was habe ich denn gesät? Na? Was habe ich denn in die Erde gebracht? Dann kann auch nicht, wenn ich einen faulen Apfel sähe, kann ich nicht eine tolle Apfelblüte erwarten. Ne? Also so sinnbildlich gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, du wirst auf jeden Fall klärende Gespräche führen. Klare Gespräche und du wirst dich eben halt auch mit gewissen Dingen, mit Erkenntnissen auseinandersetzen, sodass du eben halt auch für dich eben halt in die Veränderung gehen kannst. Ja, du wirst eben halt wirklich einen sehr, sehr guten Entwicklungsschritt machen. Da du ja ein harmonisches Tierkreiszeichen bist und du bist ja sehr du-orientiert, ja, also auf dein Gegenüber, ein Gegenüber gerichtet, ja, darüber hinaus vergessen sich viele Waagegeborenen selbst, weil sie eben halt mit dem Du so sehr beschäftigt sind, ja, könnte es eben halt dir nicht ganz so leicht fallen, eben halt hier zu dir zu stehen, also diese Energie zurückzuholen zu dir und zu dir zu stehen, also eher mal an das Ich zu denken, anstatt an das Du. Also ich spüre ganz, ganz deutlich, liebe Waage, das, was du im September und Oktober angehen wirst, an klärenden Gesprächen und an Veränderungen, ja, dass hier stehen die Zeichen wirklich auf Gelingen, auf Erfolg und du schaffst das und mach das, habe keine Angst oder geh aus dieser Angst raus, vielleicht auch noch stell die Angst nicht als Begleiter an deiner Seite. Also Angst ist kein guter Begleiter. Ja? Vielleicht hilft dir diese Aussage. Also in dieser Situation. Ne? Genau. Ja, schaue ich mal, was der Kotepperwein dir mit auf den Weg geben möchte. September und Oktober. Dankeschön. Ich nehme meine heutigen Aufgaben bedingungslos an. Es gibt nichts zu kritisieren und auch nichts zu verbessern. Ich stelle mich den Herausforderungen, die mir geschenkt werden, und weiß, dass ich sie mit Hingabe und Freude erledigen kann. Das ist das, was ich dir gesagt habe. Na, mit der Hingabe und der Freude und den Herausforderungen, das spricht nämlich auch der Berg von den Herausforderungen. Und hier will sie auf jeden Fall etwas verbessern. Und du als Waagegeborener hast quasi die Hingabe schon mit in die Wiege gelegt bekommen, ja? Sodass dir im September und Oktober und oder, ich weiß ja nicht, wann es stattfinden wird, ich kann dir nur sagen, dass es innerhalb der 2 Monate geschehen wird, wird sich das hier für dich, die Situation, verbessern. Also deine persönliche eben halt, was die Emotionen eben halt betreffen und auch deine Gedankenwelt betrifft, also quasi eben halt aber dich selber betrifft, ja,
wird sich eben halt verbessern und die Situation im Außen damit eben halt auch. Ja, die Eulen der Glückseligkeiten. Ja, so ganz wollte die noch nicht. Dankeschön. Da haben wir: Niemand tanzt wie du, keiner lacht wie du und kein anderer fühlt wie du. Wie auch, du bist einzigartig. Wahrscheinlich brauchtest du genau das. Und das sagt mir aber auch, dass du dich nicht ganz so gut fühlst, ja. Vielleicht fehlte dir genau diese Botschaft, du bist einzigartig. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Legung ein Stück weit helfen konnte, liebe Waage. Und ich freue mich, wenn du in Resonanz gegangen bist, über einen Daumen hoch, über ein Abo, falls du es noch nicht getan hast. Und meinen Kanal abonniert hast, dann kannst du auch noch das Glöckchen aktivieren, dann verpasst du kein einziges Video mehr von mir. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier wiedersehen. Ich sage bis dahin, die Tina, alles Liebe und Gute für dich.